Okay, machen wir so. Können wir? Ja. Anime. Anime. Was habt ihr gemacht? Wir haben doppelt gekauft. Oh, seid ihr ein Quatsch. Get up, down with the bass sound. Herzlich willkommen und ein saftiges Du Ficker. Wir begrüßen euch super herzlich zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Wench Sim. Mit dabei haben wir Asshole Andres und Asshole Anime. Egal wer es war, irgendwer hat wieder auf mich geschossen. Ich habe neben dir gelegen. Die liebe Muku ist natürlich auch am Start. Und ja, wir begrüßen die Sarah, ne? Hallo. 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 Ich glaube, einfach liegen ist besser. Frau ist wieder gut drauf. So. Ich schau schon mal, was wir für einen Brunnen bauen. Der Brunnen ist das Wichtige. Erstmal wegen Wasser. Wir haben ja nur diesen einen kleinen Wassereimer. Ich könnte sie zumindest schon mal platzieren, Brunnen und Futtertrog. Damit setzt du aber gleichzeitig halt auch fest, wo die nächsten Gebäude hinkommen, ne? Tunnel, wir werden ja später durchverdienen, dass wir überall was hinbauen können. Ja. Hui. Aber nein, Aris, ich habe dich nicht erschossen und ich hatte auch nicht vor, dich zu erschießen. Ich habe dich wiederbelebt. Das ist sehr nett von dir. Wir brauchen nicht mehr Eisen, wir brauchen nur Zement dafür später für den Brunnen. Das ist auch sinnvoller irgendwie. Ja. Harley. Überhaupt nicht buggy, nö. Bei mir steht ganz chill drauf oben. Ja. Mit dem Gewehr und Ziele. Wow. Kommst du mal natürlich, kurz mit der Ra? Ja. Brumm. Ich habe das Holz ganz bewusst so hingelegt, dass wir nicht alles auf einer Stelle haben, weil wegen künftiger Leckvorbereitung und so. Deswegen das, was ich hier hinten abgebaut habe und noch abbaue, liegt hier. Na, wenn du da so weit bist, kann ich anfangen, dir das rüberzubringen. Ich wollte halt nur nicht wieder gigantische Holzstapel machen. Ja, klar. In der letzten Episode waren wir fleißig unterwegs. Wir haben uns endlich das neue Jagdgewehr gegrabt. Ja, jetzt wollen wir natürlich gleich mal sehen, was es kann. Oh, ich hab den ersten Bären gesehen, den hol ich mir jetzt. Ja, geil. Knall den ab, den Sack. Der war oben auf dem Berg, ich muss mal hinlaufen. Oben auf dem Berg? Ah! Bei mir gerade. Der war auf jeden Fall auch ein Reh gewesen auf die Distanz, aber ich hab nur was gesehen. Bär, Reh. Wo bist du jetzt hin? Hallo? Ah, da hinten ist er! Bäh. Eins, Anna. Zwei Schuss! Lull. Ja, gut. Zwei Schuss. Aber du brauchst länger als mit der Pistole, weil der hat immer nachlädt nach jedem Schuss. Dann komm mal zu mir, Arzt, ich hab hier Fleisch liegen. Ja, ich hab hier auch welches, das sammle ich gerade ein. Schon mal Pfandmodus. Oh, komm ich zu dir. Geil! Also wir sparen auf jeden Fall Munition, wenn wir jetzt mit dem Gewehr schießen können. So ist es. Ich hab die Schüsse sogar sehr nah bei mir gehört, warte mal. Ich hab deine Schüsse auch bei mir gehört. Ja, du bist rechts von mir, okay. Also habt ihr beim Wichsen nebeneinander gelegen, ja? Scheint so, ja. Gut. Ich wollte es nur wissen. Kann ich Anna besteigen? Es war keine Wertung. Wo bist du denn? Anna! Hallo! Ja, ich bin eigentlich auf Anna drauf. Ich habe Anna bestiegen. Wenn du gerne auf toten Bären rumhüpfst, ich würde mir eine Freundin suchen. So, dann ist die erste auch gleich voll. Naja, 8 von 12. Nee, 12 von 12. Da waren nämlich noch was drin. Okay. Da war noch was drin. Ja, gut. Weiter, oder? Oh, Bär! 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 Gut. Gerät schon eingesammelt. Oh, noch ein Bär! Ey, jetzt, aber heute haben wir hier Luck, oder? Gönnt euch! Ist eigentlich mutig, Aras dir das Schießen zu überlassen. Warum? Klappt doch. Nee, du überlässt ihm ja auch das Fahren. Okay, das ist Plus 1. Ey, bitte, ja? Du verstehst mich da falsch. Ich meine, wenn er schon Verantwortung abgibt und das virtuelle Leben jemand anderem überlässt, dann ist halt kackegal, ob er das beim Fahren oder beim Schießen macht. Das ist in diesem Spiel gleich gefährlich. So, da passen jetzt noch 4 Stück rein und zur Not auf die Fläche noch was drauf. Ja, oder wir organisieren noch mal Kisten. Wie viel Kohle haben wir? Sollten wir vielleicht erstmal auf die Tür gehen. Wir wollen Milch machen, Aris. 1160, ja, dann, okay. 1160, wir brauchen 1300 für 2 Milchkühe.
Männlein, Weiblein. Gibt's jetzt eigentlich. Dann brauchen wir 1500. Von den Tieren, weil wegen Jagd und ja, so? Ja, gut. Du sparst Munition ein, sagen wir mal so, Sarah. Wollen wir es dann einfach so machen, dass wir jetzt erstmal nur. Oh, da ist Bambi. Warte, ich teste mal, brauchen wir nur einen Schuss dann jetzt für Bambi dann? LOL! Jo. Hast du den Blattschuss gesehen? Schön in seinen Nacken rein. Ey, das war schon saftig. Hurra! Wollen wir dann erstmal einfach nur einen Zaun bauen? Zaun, dann brauchen wir nur noch die Tröge. Ja, ich mal später, ich will gleich mal schauen. Ich will die ja ein bisschen weit auseinanderziehen, damit wir nicht so viele Lexen hinterher bekommen. Ja, weil wenn wir jetzt schon wieder dann übertrieben die Scheunen und so einen Kram bauen, letztendlich bauen die Kühe keine Scheune. Nö. Die können wir später noch dazu setzen für Schönborn. Erstmal Funktionalität. So, da ich aber eure Wünsche entsprechend vorausgeahnt habe, ist die Baufläche schon frei. Wunderbar. Nice. Wir haben jetzt zumindest schon mal ein bisschen Fleisch. 23. Es gibt normalerweise 15 oder sowas. Weiß ich nicht. Ich glaube, so war das, ja. Oh, warte. Wo ist das Bambi? Da rechts habe ich das gesehen, oder? Scheiße, wir müssen tanken fahren. Ich hab Bambi erledigt. Nice. Also, hier steht ein voller Kanister, wenn das näher ist. Nee, wir sind ja in der Tankstelle. Okay. Kommst du hin, Aros? Ich muss ja das Fleisch auf die Rückbank jetzt legen. Wir haben nur noch eins in der Glocke frei. Aber natürlich. Ja, es sollte dir liegen bleiben, sagen. Liegen bleiben, genau. Liegen bleiben, sag Bescheid. Doch. Kanister ist hier. Dann darfst du Sarah laufen, wenn wir liegen bleiben. Ja. Oder ich, ist das nicht ganz egal? Okay. Schon, guck mal, schon fängt er wieder an zu bauen, um Platz zu sparen. So, hoffentlich kommen wir bis zur Tanke. Die ist ja nicht sehr weit, muss nur den Berg hoch irgendwie. Ja. Können voll lachen. Ich hab wieder einen See gesehen. Ja, dann erleg es. Ich komm dann zu dir. Ich bin grad los, weil ich stehen bleib. Hier ist auch ein Eins. Das ist tot. Andere ist zu weit weg noch. Kannst du eine schon mal holten gehen? Nee, ich muss noch tanken. Ach ja. Gut, ich hab beide erledigt. Ja, geil. Fresh. So, ja. Ich spare so viel Munition damit, mit einem Schuss. Ja, tanke. Nein. Läuft doch. Da haben wir sie. Oh, das war aber jetzt knapp, Digga. Wow. So, und auf jeden Fall gleich auch, wenn es geht. Ich meine, der Kanister ist nicht so teuer. Den zweiten Kanister, den wir immer auf dem Ding haben. Natürlich Spaß seines Lebens. Und mehr. Wenn du gleich siehst, komm genau zu mir. Dann zeig ich dir mal, auf was für eine Distanz ich einen Bambi erledigt habe. Freunde, ey, das war ein Blattschuss, der. Da war das andere. Ich habe insgesamt drei Bambis stehen. Bei einem Grad und die anderen beiden weiß, wo die sind. So, Moment. Haben wir 9 Stück Fleisch. Dann müsste es ja hier irgendwo sein. Ah, da sehe ich dich. Und guck mal, dahinter, die Aris, die ist da hinten in einen Baum, da liegt ein totes Bambi nehmen. Ich habe von hier aus das Bambi getroffen. Welchen Baum? Ganz hinten, hinter uns, auf dem Wiese. Ach, da hinten! Lul. Okay. Das hab ich von hier aus erledigt, das Bambi. Bei mir wiggelst du. Wiggle, wiggle. Okay. Ein Fleisch. Ist der Chief Wiggelum? Ja. War da. Ist der zweite Fleisch? Ja, der war schlecht. Schießt auf die Müdigkeit. Das dritte war auch da. Alter, im Busch. Jo. Ich freue mich schon aufs Kühe kaufen, weil da dürfen wir auch aktiv werden. Dann dürfen wir die nämlich spazieren führen. Und das dritte liegt da hinten irgendwo. Jo. Dass du aber auch so chillig hier gerade drauf rumlatschen kannst, ey. Ja, ja, so. Schon ein bisschen, ja. Aber ich muss wegen den Snap-Points aufpassen. Ja, die Snap-Points sind immer. Oh, nicht einsteigen, ich wollte eigentlich aufmachen. Na, hoch mit mir. Da. Na, geh auf. Wird später schneller gehen, ich muss nur gerade sehr weit laufen wegen dem Holz. Ja, ja, alles gut, kein Stress. Hm. Ah, da war da. Wo ist. Da, guck mal, ach, so um. Sauber. Wir müssen irgendwo hier hin, hier war noch ein totes Bambi, folgt mir mal. Das erste, was wir erledigt haben. Das war irgendwo hier eine Bergkuppe, das weiß ich noch. Wo ist das Mist? Da! Jetzt muss ich nur noch dich finden. Ah, da! Von dir. Jo.
Hallo. Hallo. Ich denke, ich lasse dich erstmal machen wegen den Snap-Points. Das ist besser. Weil wir haben ja immer unterschiedliche Snap-Points. Das ist das Ding. Ja. Es geht. Du kannst an Sachen von anderen ansnappen, aber du musst den perfekt hundertprozentigen Winkel haben. Ja. Na, und das erfordert mehr Übung, als wir haben. Und wahrscheinlich, seien wir ehrlich, auch mehr Übung, als wir willens sind, uns anzuarbeiten. Auf jeden Fall haben wir jetzt sehr viel Fleisch. Guck mal, abup, zwei übereinander. Oh, wollen wir schon mal Richtung... Ich würde sagen, fahren wir schon mal verkaufen, dann schauen wir mal, was wir kaufen können. Genau. Ja, ja, auf jeden Fall ein Kanister finde ich noch sinnvoll. Und nachher gucken... Meiner Meinung nach brauchen wir zwei von diesen Kühlboxen. Minimum. Weil wenn wir beide jetzt nochmal losziehen zum Jagen. Alleine wenn du losgehst. Ich erinnere super gerne nochmal an Staffel 1. Freunde, zieht's euch rein. Weißt du, den Wagen? Der war voll. Ja. Mal abgesehen davon, für die Käseproduktion brauchen wir die Dinger auch. Weil wir haben natürlich auch dazugelernt. Das wäre ja schlimm und schwachsinnig, wenn nicht. Also es schadet nicht, mehr Kühlboxen zu haben. Da sind wir uns einig. In diesem Spiel zu fahren, ist auch eher Weltraumforschung. Quantenphysik. Weltraumforschung ist einfach. Geht so. Andres und Sarah können schon mal zu meinem Laden laufen, dann kaufen wir direkt gleich zwei Kühe. Ja, wir haben noch gar kein Gehege für die. Ach ja, stimmt. Okay, muss ich gleich erstmal mal kurz einplanen. Richtig. Schweinefleisch, Milch und Käse, blaue Schimmel. Ach, fickt euch doch. So, alles verkaufen. 35 Objekte. Ja, 525. Ja, dann können wir auf jeden Fall gleich die beiden Kühe noch holen. Ja, wenn man, ja, nice. Wenn man Gehege... Und dann später einen Bullen, damit wir die züchten können. Erstmal zweimal Milch, damit wir jetzt schön Milch produzieren können. Wenn es passt, ich habe die Preise nicht im Kopf, den Kocher und den Topf. Ja, das ist dann... Wichtig ist erstmal die Milchkanne. Am Anfang haben wir erstmal nur die Milchkanne zum Milch rausholen. Ach so, und dann die Milch verkaufen. Ja, okay. Nee, die Milchkanne... Lagert ja erstmal was. Die lagert ein bisschen was, ja. Wir 40. Wir gucken mal. Okay. Also wir brauchen 1.650. Wir brauchen 1.300 für die beiden Kühe. So, Pi mal Daumen. Also, ich würde fast sagen, wir machen nochmal eine Jagd-Session und gehen wir dann... Wir finden heute noch was. Wir haben ja schon einiges heute erledigt. Möchtest du dann den Zaun nachts bauen, nach der Aufnahme? Ja, weiß ich nicht. Also, Zement kostet sich, ich muss mal schauen. Okay, also, Kühlbox liegt bei 96. Ich denke, wir sind uns einig, davon nehmen wir zwei mit, oder? Hallo? Also ich sag ja. Oh, die Milch kostet 150. Ich guck mal, was kostet der Warenkorb? Ich zwei Stück reintue, sind 327 schon. Milchkanne. Was hab hast du? Einen besorgt. Die Milchkanne kostet 135. Einen Topf brauchen wir. Der Campingkocher, Topf. So. Jetzt haben wir. Der ist 518. Alternativ, wenn es günstiger ist, das Haus mit der Kochstelle. Noch einmal vorher? Okay, nee, das Haus mit der Kochstelle, das ist absoluter Bullshit, brauchst du nicht. Das ist im Endeffekt teurer und hat nicht so die Effizienz. Gut. Ja, dass es nicht die Effizienz hat, das wusste ich. Aber ich wusste halt absolut nicht, wie das mit dem Preis aussieht. Nee, es lohnt sich nicht. Weil ich das Ding nie gebaut habe. Verständlich. Also ich gebe jetzt 551 aus, dann hätten wir noch genau 1500 was übrig. Das wir brauchen Metall. Wir brauchen Metall für die Schränke, fällt mir gerade ein. Die Frage ist, wie viel Metall nehmen wir mit? Ich würde sagen, erstmal machen wir noch einen Marktzeit. Wir müssen erstmal die Kühe holen, um Milch zu holen. Okay, gut. Ja, aber das heißt, erstmal mit Milch anfangen, sagst du. Das bringt nicht so viel. Milch bringt doch eigentlich gar nicht so viel. Dann lass das doch gleich richtig investieren. Einen Schrank brauchen wir. Kann man gerade einer... Die Kühe müssen erstmal 5-6 Tage aussetzen, bevor die Milch gehen das erste Mal. Wenn wir die jetzt holen, dann können wir in der Zeit 2-3 Jagdzeichen. Dann haben wir genug Geld für die Stahlplatten. Okay. Die Kühe geben am ersten Mal keine Milch. Gut, okay, ich beuge mich dem. Machen wir so, aber wollen wir trotzdem schon mal hier, ich habe jetzt im Warenkorb eine Milchkanne, zwei Kühlboxen. Ja, ich sehe das ja auch. Ich sehe das auch. Wir gucken gerade beide drauf, ne? Gut, Mehr brauchen wir eigentlich nicht erstmal, meiner Meinung nach. Und damit können wir uns noch genau die beiden Kühe nachher holen. Okay. Die Tanks sind voll, also insofern. Okay, machen wir so. Können die? Ja. Anime? Anime. Was habt ihr gemacht? Wir haben doppelt gekauft. Oh, seid ihr ein Trottel, ne? Ey, ich wusste nicht, dass das geht. Da steht Warenkorb. Anime wird mir da recht geben.
Da steht Warenkorb. So, ich habe einmal bestätigt und Anime wohl auch. Ja. Lol. Meinst du, wir können auch zweimal verkaufen? Warte. Vor allen Dingen, aber durch Verkaufen verdienen wir zu viel Geld, das ist das Problem. Ja, dann lass uns den Kram behalten. Mal, wir brauchen es ja eh. Wir brauchen es ja eh. Wenn ich die Kühlbox nicht verkaufe, gibt 20. Ja, nee. Wenn die kosten 96. Alte Liebe. Ja, wir bauen es ja eh. Okay. Also das heißt, jetzt können wir kein Kühl mehr kaufen. Ja, das können wir trotzdem. Ah, doch, eine könnte. Eine können wir auf jeden Fall, ja. Für die beiden gleichzeitig wachsen lassen. Sinnvoller wäre das, aber. Ja, im schlimmsten Fall morgen. Kann ich da die Milchkanne da schon? Okay, das wird ein bisschen interesting. Warte mal, ich muss das mal umschlappeln, das gefällt mir so nicht. Hallo? Warte. So. Zack. Dann. Sie querstapeln. Wenn die zwei gleich wiederkommen und hier unsere schöne freigeräumte Fläche sehen. Oh, Anime hat's mit dem Snap-Point voll drauf. Viel ja, gut. Ach, komm. Dann kann man. Dafür habe ich in der ersten Staffel zu auf diese Sachen gesnappt. Also da drin, also ohne. Irgendwas großartig sagen zu wollen, da drin warst du Meister. Ich sag nur die Jägerei und so, ne? Das mit dem Jagen, das war schon übertrieben. Die Kannen können wir nirgends aufstellen, die sind. Aber die Töpfe kann man mit den Dings kombinieren. Zack, Topf. Oh, ey. Ja? Ne, kann man nicht auf dem Wagen. Ist so hoch, Mist. Schade, dass kein Tisch auf den Wagen passt. Steht die da vorne schon? Ich kriegen wir mal... so, nicht ja, so weit ja. Laufen. Machen wir das so. Das Geile ist ja, der hat alles doppelt gekauft, nur den Kanister nicht. Sind wir pleite? Ne, wir haben noch 1000 Dollar. Nein. Lol. Hä? Okay, also ich glaube, wir wurden gerade Opfer eines Bugs. Bug. Ihr müsstet, so. Ihr müsstet 1030 oder so ausgegeben haben, eigentlich. Was? Warte. So. Nee, ich kann mir die Zeit keiner nehmen, aus. Ja, zur Not halt das Ding fest. Egal. Ganz ruhig einen Schritt weniger laufen. LOL, Anime, länger. Alter. Ich sag's ja. Ey, das müsst ihr gleich sehen. Anime, der Stapelmeister, ey. Ohne Scheiß, der das hier der muss aber jetzt einmal. Da merkt man aber, dass du in der Logistik tätig bist. Meine Fresse, Alter. Junge. Logistik, das ist Tetris. Wo ich damals noch am Flughafen gearbeitet habe, war immer ein Duell. Oh, guck mal. In einen Container das habe ich hier immer vermisst. Ja. Hoi. Oh, Alter. Okay, ein bisschen more speed beim nächsten Mal. Hä? Hier ist doch die... Aha, da lang. Und Stein und weg, bumm. Der Stein ist eben erst bei mir gespawnt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, ich habe die Renderdistanz runtergeschleppt. Bambi! Lässt der Mann sich nicht zweimal sagen. Home sweet home. Ah, oh, das machst du aber großartig, Frau. Hier, zieht's euch rein, Mädels. Aris, ich brauche eine Kühlbox. Zieht euch das rein. Oh, was habt ihr denn gemacht? Wieso wir ihr? Wir haben doppelt eingekauft. Ja, warum auch immer. Irgendwie ein bisschen buggy, ne? Weil, ja, wir haben beide halt drauf. Eigentlich dachte, wenn einer kauft, dass er leer ankommt, dann leer geht. Dachte ich Tatsache auch, ja. So, wo waren wir? Ja, war's? Aber nicht, wenn der als Objekt im Speicher gehalten wird. Ja. Dann bleibt der nämlich im Speicher, solange bis du verlässt. So. Aber gut, ja, jetzt weiß man's. Hi. Ja. So, hi. Okay, natürlich sind Kühlboxen jetzt alle so. Ja, aber. Aber kannst du das auch so machen. Eben, kannst du das so reinlegen. Hineinlegen, eh. Schön, dass die Renderdistanz so hoch ist. Guck mal, zack, zack, zack. Wunderbar. Dann fahren wir erstmal nach Hause. Also da stand so immer so zwei, drei auf den. Ne, sag mal. Drei Stück erst wahrscheinlich mal drauf fürs Fleisch und dann. Oh, ich freue mich tatsächlich wieder aufs Milchbusiness. Was auch neu ist, was ich auch im Zuge schon eines Livestreams gezeigt habe, ist die Melkmaschine. Die ist ganz geil.
freue mich eher auf das Steak-Business. Ja, wenn wir Fleisch haben. Ja, den kannst du aber, einwursten. Boah, Alter. Auf eine Möglichkeit für diesen Witz warte ich schon 2 Folgen. Ach du Scheiße. Ja, erstmal abladen. Würde ich fast sagen, was sagt die Uhrzeit in-game? Haben wir noch ein bisschen. 17 Uhr, warte, ich wollte noch was gucken. Bauen. Haben wir noch ein bisschen. Da drunter fällt es, glaube ich, oder? Also, ich brauche auf jeden Fall meine Tische. Warte mal, was kostet mich der Tisch? Ja, wollte gerade mal gucken, was das kostet, wenn du das Auto ablädst. Holz! Jetzt kommt's. Den leeren Kanister, den lasse ich mal hier, weil. Ja, dann lass ihn auch mal auswählen. Wir werden ja morgen voll tanken, damit auch gleich nochmal. Okay, das haben wir, das haben wir. Das ist doch geil, das ist doch super. Einmal den Eimer zum Melden. Da haben wir auch noch einen von bekommen, ne? Nee. Wie nee? Auch, oder? Wo ist der zweite? Die Milchkanne meinst du? Nein, Milchkannen selber haben wir 2. Was kostet das am Metall? 16, okay. Bauen. Meine 8 waren in einer Packung drin. Worauf ich ja immer Wert lege. Möbel, warte mal, wo waren das? Da. Tisch, Holzplanken. So, das heißt, für die 3 Schränke, für die Metall, bräuchte ich erstmal 36, 54 Metall für die 3 Schränke. Wenn wir erstmal 2 hinkriegen, dann das auch. Kannst du mal eben die Gaskocher kurz wegnehmen, bitte? Dass ich den zweiten Tisch da schon mal provisorisch hinballern kann. Macht das nur ja ordentlich. Ich wollte sagen, da hat irgendwo schon Holz liegen. Genau. Ja, hier ist auch schon Holz fertig. Ja, klar, haben wir schon Holz. Wir sind gut. G-U-H-T. Oh Mann, jetzt hast du meinen Witz geklaut. Dein Witz vor allem hast du angelegt, ja. Ne? Ist deiner. Angeleckt. So, dann stelle ich nämlich schon mal die Kocher dahin. Ich habe Endos angeleckt, der gehört mir. Nee, hast du nicht. Und nein, tue ich nicht. Zack. Das wüsste ich. So, dann hat man. Kenn deine Schlabberzunge, mein Freund. Dann hat man doch Platz. Jetzt müssten wir theoretisch. Darf ich Ares anlecken? Nur bauen. Nein. Das musst du mit Sarah und Ares abmachen. Nicht mit mir. Ich glaube, die Frau hat da was gegen. Ja, hab ich auch. So, verhält sich schon mal überall in den Schränken drin. Zählen nur noch die Metalldinger. Ja, ich habe nur einen Eimer. Junge, wir wurden beschissen. Wir wurden wirklich beschissen oder wir haben einen übersehen. Reiner Beschiss! Was ich jetzt nicht ausschließen würde. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Soll ich nochmal hinkusen? Dann kann ich unterwegs auch nochmal Reserve. Kannst du ja direkt das Metall mitbringen und den Kanister voll tanken. Ich dachte, Metall wollten wir jetzt erstmal sparen. Ich wollte sagen, wir wollen erstmal die beiden Kühe. Egal. Dann fahre ich jetzt einmal tanken. Also den Reservekanister. Ich laufe mal kurz zum Berg hoch, mal gucken, ob ich da die Wölfe noch sehe. Vielleicht ist Fleisch. Ah, der Tank, ne, der geht super schnell leer. Ja, mit dem Fahrzeug, ja. Wir haben echt nicht viel gemaked und 3/4 voll. Lol. Das muss ich, glaube ich, alle 2 Tage so tanken, ungefähr. Diese Karre, ne, diese Karre ist einfach ein Phänomen. So, ja, ich denke, so kann man es freundlich umschreiben, ja. Speedy-Bo. Ah, dieses Graffiti an der Wand, ist das mal aufgefallen, Anime? Das ist neu, oder? Graffiti? Hier beim Shop. Und nee, Tatsache liegt hier kein Eimer rum. Also jetzt no joke. Ich auch wundern, wir haben eigentlich alles gesehen. Ey, wir wurden beschissen, ich sag's dir. Und das auch noch beim Cheaten. Beim Item-Doppeln. Wenn das nicht doppelt wäre, wir haben ja doppelt dafür bezahlt. Ja, eben. Wir haben ja mehr Kohle ausgegeben, als wir es vorhatten. Das Ding ist. Ihr habt keine 1000 ausgegeben. Ihr habt 500 noch was bezahlt, was ihr auch so bezahlt hättet. Guckt mal auf den Kontostand. Wir haben vorher 2100, wir haben über 1000 ausgegeben, Endres. Ja. Ihr hattet 1500 irgendwas. Nein, wir hatten 2000, wir haben doch noch. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe genauso ausgerechnet, dass wir 1500 übrig hatten. Wir hatten doch Fleisch verhökert. Ja. Ja. Ja, nein, das war keine Frage, ob ihr das gemacht habt. Das war mir schon klar, dass ihr das gemacht habt. Aber ich war am Überlegen, ob ich das mitgerechnet habe oder nicht. Deswegen das zweifelnde. Also ich bin beim Jäger, wo ich Wölfe sehe. Wölfe, aber bei mir stand hier auch nur 500 irgendwas wird ausgeben, ne? Ich bin nur einer Mensch. Das Tanken und
diese 500. Ja, dann ist das aber im Zuge des Dings einfach nur ein Bug gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dementsprechend ausgegeben. Ja. Egal. Ich sag mal so, wir brauchen es ja wirklich. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier komplett Money gewastet haben. Ja. Nee. Unser brillanter Plan ist vielleicht ein bisschen nach hinten losgegangen, aber okay. Dafür wollen wir direkt schon zwei Kühe haben, gibt's die halt morgen. Ich denke auch, ich denke auch. Wie wollen wir das aufteilen? Willst du los dann wegen jagen? Warum frage ich eigentlich? Du willst jagen, 100 Pro. Siehst du, wie gut ich schieße? Ja gut, ne? Du wirst aber dann wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, auch noch neue Munition kaufen müssen. Ich habe noch genügend für zwei Tage locker. Durch das Gewehr zwei die Munition ein. Ich hätte gleich nochmal das Auto direkt voll tanken können. Ich Idiot, ich war ja gerade da. Ja, Idiot. Ist übrigens irritierend, dass hier noch so viel Wald ist. Ja, wir arbeiten dran. Es ist halt wirklich ein bisschen irritierend. So, wie du hier so oben siehst, arbeiten wir fleißig dran. True. Ich finde es ein bisschen kacke, dass man nur einen Baumstamm immer tragen kann. Ja, ich muss die ganze Zeit an The Forest denken. Oh ja, da kannst du auch nur zwei, wenn ich immer mit zwei Baumstämmen zwei rumlaufe. Alleine wie viel das ist schon vereinfacht. Oh, The Forest ist auch so geil, es macht einfach Spaß. Ah, oh, Wölflinge immer Mangelware. Hä, gab's hier nicht? Die fallen alle tot. Hier gab's doch irgendwo diesen Weg, oder? Hä? Tja, okay, dann gehen wir nach Hause. Doch, der Weg ist hier. Der Weg ist das Ziel? Ja, das auch. Jo! Möp, möp. Bin gleich da, wer noch? Du kriegst einen Stochschaden, nui! Das ist schön, dann kannst du uns ein wenig Licht machen. Assis, Licht! Genau. Na? Nein, zurück! Du erkennst ihn sofort, hä? Ja, natürlich, die Mumie. Nein, fünftes Element. Assis! Ja, es ist fünftes Element. Sicher, dass das nicht die Mumie... Ja, okay. Ja, zu 100 ist einer meiner Lieblingsfilme. Fünftes Element, glaub mir, das weiß ich. Ja, ich glaub dir das. Das Cinco-Element. Das ist die, hab ich glaube ich noch nie geguckt. Das ist die Szene mit Ich der weiß genau, welche Szene du meinst. Ich weiß haargenau, welche Szene du meinst. Nur, dass es eine ähnliche Szene in beiden Filmen gibt. Gut, aber ich würde sagen, es ist jetzt eh gerade schweinedunkel. Wir werden jetzt noch ein paar Vorbereitungen außerhalb der Aufnahme machen. Und ja, ich werde einen rauchen. Nein. Oh doch. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal eine positive Bewertung da. Das wäre richtig nice. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr natürlich zum Beispiel den lieben Anime-Fan verlinkt, den Partner Instant Gaming, den Partner Triebwerk und den Merch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage tschö, bitte. Und noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.